der Anwender der Prothese in die Treppe umsteigt, hier oben stehen bleiben, hier optisch auch für einen Fachmann nicht zu unterscheiden. Möglichst einem gesunden Knöchelgelenk nachempfunden ist. Im Bereich, im Vorfußbereich, im Mittelfußbereich, im Fersbereich wird immer schneller werden. Das ist das Gefühl, Sensorik. Der Vorteil dieser Prothese ist, dass sie fühlend ist. Das bedeutet, in der Fußsohle sind künstliche Sensoren integriert, die den Bodenkontakt messen, die Abrollbewegung dann des Fußes, des Prothesenfußes am Boden zum Gehirn leiten und dort im Gehirn eine Wahrnehmung entsteht, wie sich der Fuß am Körper anfühlt. Ein bisschen nach vorne und zurück bewegt sich jetzt ganz leicht, ja, zurück nach vorne. Sie sehen auf beiden Füßen, auf beiden Seiten, seine Druckverteilung auf beiden Füßen gleichmäßig. Ja, die großen Vorteile sind, dass ich spüren kann, dass ich fühle, ob das Asphalt ist oder ob das Gras ist, ob das eine Wiese ist. Und vor allem im Winter, wenn ich auf einem gefrorenen Teil stehe, dass ich das spüre, dass ich sofort merke, halt, da ist was anderes, da muss ich aufpassen. Und früher bei der alten Prothese war das nicht der Fall, da bin ich einfach hingegangen. Und wenn es rutschig war, dann bin ich eben da gelegen. Und da habe ich lieber dann in den Rollstuhl genommen, weil da kann mir das nicht passieren. Es ist fast wie mit einem echten Bein, also es kommt dem sehr nahe. Man kann wirklich einen Stein in der Wiese oder einen Stock zum Beispiel ohne weiter spüren. Das geht ohne Probleme.